Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer ganz neuen Ausgabe der Kochshow. Und hier ist Ihr Gastgeber, Timo LP. Ja, danke, vielen Dank, Dankeschön, danke, 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 vielen Dank, Dankeschön, danke, danke. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kochsimulator. Nachdem die letzte Folge krank angekommen ist, also ich glaube, dass wieder mittlerweile über 320 Aufrufe, absolut krank, habe ich gedacht, ich mache das Ganze nochmal. Ich habe das Problem mit meinem Mikro gefixt, ich musste einfach... Ich musste einfach nur das Mikro einmal rein und rausnehmen und ja, dann hat es wieder geklappt. Keine Ahnung, was das genau für ein Problem war. Das funktioniert auf jeden Fall jetzt alles wieder. Und ich habe zwei tolle Vorschläge bekommen, was ich denn kochen soll. Der erste Vorschlag kommt... Moment, ich muss ihn mal kurz öffnen. Der erste Vorschlag kommt von leospon-gamer und er schreibt, mach mal den Palutenburger in dem Spiel. Ja, mach ich. Ich bin natürlich super vorbereitet. Ich habe mir hier einmal das Video von Paluten aufgemacht, wo er den Minecraft-Burger macht. Ich denke mal, du meinst den. Ich wüsste zumindest nicht, welchen er sonst meinen sollte. Und wir sehen auf jeden Fall folgende Zutaten. Wir nehmen uns mal eine Schüssel und dann packen wir da mal Brötchen rein. Eine obere und eine untere. Naja, nehmen wir zwei untere. Ist doch auch egal. Das sehen wir dort auf jeden Fall. Dann sehe ich Tomaten. Drei Stück. Dann sehe ich ein bisschen Karotten. Haben wir hier unten Karotten irgendwo? Ja, hier, ne? Ja. Drei Stück nehmen wir uns. Dann brauchen wir Salatblätter. Gibt es natürlich immer noch nicht in dem Spiel. Dann nehmen wir wieder unseren allseits beliebten Rosenkohl. Und was sehe ich da noch? Mais sehe ich da auf jeden Fall. Gibt es hier Burgersoße? Fragezeichen. Ich glaube nicht. Nee, dann kaufen wir einfach Barbecue-Soße. Das erfüllt doch auch seinen Zweck. Ich will die da reintun. Na, klasse. So, nehmen wir halt die Barbecue-Soße einzeln und packen die da hin. Und dann hole ich mir meinen restlichen Kram. So, na. Warum ist die Tür abgefallen? Was ist denn das schon wieder für ein Part heute? Barbecue-Soße. Ja, danke. Bitte. Ja. So. Ach ja, wir brauchen natürlich noch Burgerfleisch, ne? Das gibt's auf jeden Fall, das weiß ich. Da. Ich glaube, er hat zwei genommen. Ist komisch. Er hat zwei angebraten, aber er hat nur einen gezeigt. Das heißt, wir nehmen auch nur einen, weil wir da keine Lebensmittel verschwenden. Und er hat das Ganze quasi in der Grillpfanne so ein bisschen gemacht, aber hat das halt gebraten. Wir sind krass genug und wir grillen das einfach. Denn hier hinten ist ein Grill. Ich war bisher immer zu dumm, den zu bedienen. Das ist mir aber egal. Ich kriege alles hin. Was ist denn das? Das war beim letzten Mal noch nicht da. Was ist das? Schraubenschlüssel. Hier, meine Zange. Willst du die haben? Nee. Keine Ahnung, was das ist. Naja. Gut, dann fangen wir an. Wir nehmen uns das hier und packen das da drauf. Ah, so bekommt man das. So, dann grillen wir jetzt mal. Oh, ich hab das Wichtigste eigentlich vergessen. Nämlich den Käse als Paluten-Skin. Hab ich ganz vergessen. Burgerfleisch. Zack. Und wie drehe ich das? Hightech. Warte, ich brauche mal einen Teller hier. So. Zack. Ah, das brauchen wir eine Sekunde. So. So langsam nehmen wir uns hier mal unseren Wender.
Und fertig. Und da drauf. So. Zack. Ast rein. Gut, dann holen wir uns einmal, ja, Käse. Was nehmen wir denn? Wir haben hier einmal Cheddar-Käse. Wir nehmen Cheddar. So. Der kommt. Wir können da halt kein. Warte mal. So. Dann müssen wir den einmal auf den Boden werfen. Genau, weil jetzt liegt er nämlich so. Und das ist perfekt. Und dann können wir den jetzt so eine Scheibe abschneiden. So. Die Scheibe packen wir hier oben hin. Und da müssen wir hieraus jetzt Augen und einen Mund schneiden. Also Augen einmal so und so. Das sind die beiden Augen. Oh, schneid das doch durch. Keine Ahnung, er schneidet es nicht durch. So, dann hier hin. Einmal. Zweimal. Ach, scheiße. Ja, okay, lassen wir so. Geht so. Okay, dann fangen wir an. Wir nehmen uns einmal eine obere Brötchenhälfte. Und wo ist die? Wo sind die unteren hin? Da. So. Zack. Dann nehmen wir uns das hier einmal. Da drauf. Warum macht es da nicht drauf? Warum muss ich so machen? Ja. Sehr gut. Nein! Ach, so ein Scheiß. Pack das mal weg. Och, was ein Scheiß, ehrlich. Warte mal. Das konnte man, irgendwo konnte man sowas skillen. Ich guck mal eben. Hier, Topflappen. Den will ich haben. Habe ich den jetzt? Kann ich das jetzt nehmen? Ja. Aber warum kann ich es denn da immer noch nicht draufpacken? Ich verstehe es nicht. So, und fallen lassen. Jawohl. So, dann nehmen wir uns hier ein Auge. Ja, das ist ein Auge. So, dann hier noch eins. Oh, nee. Warte. Na, hat er eben nur ein Auge. So, und dann kommt der Mund. So. Fertig. Dann kam, glaube ich, die Barbecue-Soße. So, ja, das sollte reichen. Dann kommt ein bisschen Mais, den müssen wir noch klein schneiden. So, und das da drauf. Ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Oh nein, es ist... Nein, oh Gott. So, sehr gut. Na, der ist nicht drauf. Der ist immer noch nicht drauf. So, dann müssen wir Tomaten klein machen, so. Einmal. Nein, es ist alles so, nein. Ach, warum? Warum denn? Warum? So, nein. Oh nein. Was ist denn das? So, hier. Dann kommt eine Karotte. Machen wir auch ein bisschen klein. So. So. Und so. Dann kommt noch hier. Nein. Dann kommt noch hier der Rosenkohl als Salat. Und dann der Deckel. Ne, es gibt keine Mayo. Dann nehmen wir einfach Öl. Öl tut's doch auch. So. So. Oh ja.
und dann kommt jetzt der Deckel drauf. Zack. Fertig. Balutenburger, wunderschön, oder? Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob das auch die richtige Barbecue-Soße war. Ich glaube, ich muss mal kurz mal eben... Nur mal kurz einmal schmecken. Ja, ich glaube, das ist die richtige. Ja, das war die richtige. Sehr gut, okay. Warte. So. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Gut, dann ab zum nächsten Vorschlag. 1 Minute, 37 Sekunden später. Ich habe gedacht, man kann... Also, das Cakes and Cookies Ding wäre kostenlos. Aber ist es nicht. Das heißt, wir müssen hier zurechtkommen. Nämlich hat Finn gesagt, dass ich doch mal Marzipan-Pfannkuchen machen soll. Wir wissen alle, Pfannkuchen funktionieren nicht. Aber wie macht man Marzipan? Also. Und ich packe mir das mal. Nee, nein. Also. Für klassisches Marzipan brauchen wir 120 Gramm Mandeln, blanchiert und sehr fein gemahlen. Ich sage euch jetzt schon, es gibt keine Mandeln. Hab ich's nicht gesagt? Oh Gott, ja, wie kannst du denn da ein Sternanis klingt gut. So, hier haben wir Sternanis. Das kloppen wir hier einfach alles rein. Warte, dann machen wir mal runter hier und dann das da rein. Alleine auch die Flasche kippen. Also, wir nehmen einmal ein bisschen Vanillepulver. Vielleicht bringt das noch ein bisschen was. So, 10 Gramm. Und dann nehmen wir nochmal Zimt. Vielleicht kriegen wir dadurch so ein bisschen den Mandelgeschmack irgendwie ein bisschen hin. So, das muss sehr fein gemahlen sein. Ich denke mal, dass wir... probieren. Warte, ich nehme mir mal eine Schale. Dann kippen wir das mal da rein. Ich habe die Befürchtung, dass ich extrem viel brauche. Aha. Da sind ja unsere Masse. Gut, dann brauchen wir 70 Gramm Puderzucker. Wie macht man Puderzucker? Ich würde sagen mit Speisestärke und Zucker. Oder? Wird irgendwie ein bisschen Sinn ergeben. Also, wir haben einmal die Speisestärke. Ah ne, einmal Zucker hatten wir und Speisestärke. So. Und dann machen wir uns jetzt ein bisschen Puderzucker. 15 Gramm Speisestärke und ordentlich Zucker rein. So, ich habe jetzt mal 100 Gramm reingepackt. 10 Gramm Rosenwasser. Sowas gibt es bestimmt auch nicht. Nee, geht's auch nicht. Dann nehmen wir Wasser einmal. So, einmal Wasser. Und gab es hier irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, Gewürze. Mal gucken, gibt es hier irgendwas Rosenartiges? Und rote Beete. Das ergibt doch... Oder? Das wird doch Sinn machen. Stellen wir mal hin. Einmal die rote Beete rein und ein bisschen Wasser nachkippen. So. Und dann rühren wir das um. Tada! Rosenwasser. 109 Milliliter und wir brauchen 10 Gramm. Ich glaube, 1 Milliliter sind 10 Gramm. Echo? Wie viel... Milliliter sind 10 Gramm. Und dann mischen wir das hier nochmal. So. Haben wir jetzt da eigentlich einen Mix drin? Nee. Wichtiger als live auf Twitch, nicht zu wissen. Dann mischen wir jetzt hier mal alles zusammen. Also wir haben hier unseren Puderzucker. Wie viel war das jetzt? Alles. Cool. Ja, Menge nach Bedarf steht da auch. Also wir haben ein bisschen mehr reingemacht. Dann hier unsere Mandeln. So. Die Mandeln rein.
Das vermischen wir jetzt. Und dann steht da noch 5 Gramm Bittermandelöl. Ja, nehmen wir Honig, oder? Honig ist gut. So, 5 Milliliter. Und damit es ein bisschen bitter ist, Limettensaft. Das war ein bisschen zu viel. Naja, so. Ne? Jetzt haben wir hier unser Marzipan-Zeug. Gut. Ich nehme jetzt einfach hier ein bisschen Maßkrug, kipp da Wasser rein. So. 138 Milliliter Wasser. Ja, super. Und dann hole ich mir ein bisschen Sternanis. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Sternanis. Ich habe mir überlegt, wir machen das doch einfach nochmal. Mixer. Moin. Warte, der kommt mal eben weg hier. Ja, kaufen wir nochmal einmal so, wenn wir da schon mal gerade drin sind. Machen das mal eben weg. Also, wir brauchen jetzt ein bisschen Sternanis. Das kann jetzt etwas dauern. Leute. Mir ist da ein Glas reingefallen. Und warte. Ich konnte es gerade eben auswählen. Da. Ja. Raus. Oh, Gott sei Dank. So, weiter. So, Leute. Da sind jetzt 1,6 Kilo Sternanis drin. Also für uns Mandeln. Und das erinnert mich irgendwie an irgendwas aus dem Dschungelcamp. Und ja, hier unten ist ein bisschen Chaos. Ohne Glasscherbe. Ja gut. Dann stellen wir das... Ach du Scheiße. Warum wird das rot? So. Hier meine Mandeln. Warte, hier ist noch mehr. Ne, okay, wir haben das Maximale rausgeholt. Hier sind meine kleinen gehackten Mandeln. Die stelle ich mal lieber hier drüben hin. Und ich habe gerade gesehen, es gibt noch mehrere Rezepte. Und zwar einmal vollwertiges Marzipan. Und dort brauchen wir ebenfalls 120 Gramm Mandeln, aber 50 Gramm Honig und halt dieses Rosenwasser und so ein Scheiß. Aber das ist doch gar nicht so. Also Honig haben wir ja. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier eine Schale. So. Und packen da 120 Gramm davon rein. Ja gut, 258 Milliliter kommt in etwa hin. Dann 50 Gramm Honig, also nehmen wir Milliliter. Ja gut, sind 80. Wir haben auch mehr Mandeln, von daher. 10 Gramm Rosenwasser. Ja, Rosenwasser, da nehmen wir ein bisschen... Was nehme ich denn dafür? Wir nehmen Erdnussöl. Erdnussöl ist jetzt das neue Rosenwasser. So. Und da kippen wir dann noch ein bisschen Wasser einfach noch dazu. So. Und dann kommt noch 5 Tropfen Bittermandelöl. Da nehmen wir einfach unseren Limettensaft. 1 Tropfen, 2 Tropfen, 3 Tropfen, 4 Tropfen, 5 Tropfen. Und einer für Mama. So. Dann... Mixer und ab und aus. Und dann sollen wir das zu einer Rolle formen und in Frischhaltefolie wickeln und in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank lagern. Ja, das hier ist luftdicht. Also kippen wir den, ja, eigentlich können wir das direkt da drin lassen. Haben wir nicht irgendwas, was wir oben drüber machen? Ja, ein Brett. Wir machen da ein Brett drüber. Nicht fallen lassen. Nee. So. Ach, scheiße, er lässt das wieder. Naja, okay, dann machen wir erstmal hier auf. So. Nein! Scheiße! Ach komm, da ganz ehrlich, ich gib's auf. Hier. Das ist mein Mandelpfannkuchenteig. Also. Das war's mit dieser Folge Kochsimulator. Ich nehme gerade 36 Minuten auf. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.